Hallöchen. Guten Morgen. Wir grüßen euch. Wir, ne? Wir zwei. Wir grüßen euch. Jawohl. Ich habe heute Paket bekommen. Ich wollte euch schnell zeigen, was da drin ist. Tadam, 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 tadam. Tadam, tadam. Na, was ist das wohl? Eine Übungshand. Und zwar ist es wieder ein Paket von einer Zuschauerin. Übungshand, ne? Die war in diesem Paket drin, ne? Ach so, warte. Denn war drin ein Fräser. Den kann man per Fuß bedienen. Hier ist das Teil. Hier sind Aufsätze drin. Dann sind drinne. Das ist, weil ich ihr Nageldesigner, Nagelmacher, Hobby-Nägelmacher, was ist das? Sind also, okay, das sind Nägel, Schablonen, Nägel. Aber what is that? Okay. What is that hier? Naja, muss ich mir mal gucken. Das sind wirklich so einmal oder zweimal Pfeil-Aufsätze. Ach so, okay. Oh, Tommy ist im Keller. Wir machen nämlich die Weihnachtsdeko ab. Prost Kaffee. Bin ja auch gerade am Umräumen, aber ich habe gedacht, ich zeige euch erstmal schnell, was da drin war. Das sind zum Beispiel die Nägel für diese Übungshand. Dann sind viermal so eine von Teddy, so eine Nagelringe, wo man Farben auftragen kann. Achso, das ist der Halter für den Bit. Einmal ein Apple Cinnamon Heart, ein Baked Highlighter. Das war drin. Von der Revolution ein Vivid Baked Highlighter. Catrice Light the Stars Baked Highlighter Palette. Zeige ich euch auch mal. Sehr schöne Verpackung. Also echt edel. Die ist so richtig hier so wirklich edel, die Verpackung. Also. Und da sind die Highlighter drin. Extra noch mal, kann ja mal swatchen. Oh, butterweich, also wirklich sehr schöne Highlighter. Oh ja, echt, die sind echt schön. Oh mein Gott, die sind wirklich schön. Super. Das freut mich. Ich danke dir. Ich darf ja den Namen nicht nennen, aber ich danke dir von ganzem Herzen. Dann habe ich mir bestellt bei Jolifine einen Absauger. Eil die Weil. Zeig euch den mal. Der steht hier bei mir auf dem Tisch. Hier, ja. Eil die Weil. Alle, viele werden jetzt sagen, wozu brauchst du einen Absauger? Du machst doch nur deine Nägel. Ja, aber ich werde euch sagen, warum. Durch meine vielen Chemotherapien, die ich erhalten habe, ist meine Lunge geschädigt. Ich habe nur noch 65-70% Lungenvolumen. Muss auch jedes Jahr zum Lungenfacharzt, um alle kontrollieren zu lassen, ob Herz und Lunge in Ordnung ist. Meine Lunge ist geschädigt. Und wenn ich jetzt diesen Feinstaub ständig einatme, wenn ich mir die Nägel mache, der tut meiner Lunge nicht gut. Und dann investiere ich lieber, ich habe jetzt 39 Euro dafür bezahlt, investiere ich lieber da drin, aber ich weiß, dass es nicht auf meine Lunge geht, weil das kann ich mir nicht leisten, dass meine Lunge weiter geschädigt wird. Von daher investiere ich lieber was und ja, genau. Das kam statt 69, 39 Euro. Ob das nun immer 39 kostet, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, komm, bevor deine Lunge, ne, gönnst du dir das mal, weil es staubt doch ganz schön. Und alle, die Nägel machen, die wissen, wie das staubt, wenn du das alte Gel runterholst. Also, ne, also, guckt euch da hinten nicht um. Es ist hier, sieht aus wie bei Hempels, weil wir hier am Räumen sind. Ja, das wollte ich euch noch schnell zeigen. Was habe ich denn noch bei Jolifine? Ach, ich habe noch einen Zeletten
Und ein Buffer und Cleaner, das war alles im Angebot, alles um die Hälfte billiger. Ich gedacht, ach komm, dann schlag nochmal zu. Und auch ein Pinselset habe ich mir auch gekauft. Drei Buffer gekauft. Die kamen 39 Cent einer. Dann habe ich mir hier so ein, aber ich habe das, glaube ich, schon, ein Red Wine. Ich glaube, ich habe das schon, aber egal. Dann Zeletten, die kamen nämlich nur 250 Stück, 75 Cent. Und da habe ich zweimal mitgenommen. Und der Cleaner kam statt 3,90 1,95. Habe ich mir zweimal mitgenommen. Und diese Pinselset statt 10 Euro 5 Euro. Hier mit so Feine zum Malen. Und hinten na, der Kügelchen dann. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, das habe ich mir noch gegönnt bei Jollyfeen. Pretty Nail Shop 24. Mehr nicht. Und jetzt bin ich mich hier am Umräumen, mein Schminkplatz und Nagelplatz. Und wenn der fertig ist, dann zeige ich euch das. In diesem Sinne wünsche ich euch. Eigentlich habe ich ja gesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr erst wieder, aber es ist natürlich jetzt was dazwischen gekommen, ne? Dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. So, Tschüss. jetzt habe ich meinen Platz endlich fertig. Also, ich habe jetzt da oben meine ganzen Revolution und Hot Chocolate Paletten, ja, und meine High-End Paletten. Denn hier unten die anderen Paletten. Da unten, so. Ja, da habe ich jetzt so den Nagel, der Absauggerät, Aushärtungsgerät, den Fräser. Hier meine schöne Hand, ja. Küsst die Hand, Madame. Meine Ringe, mein Armband. Ja, und hier ist die andere Seite. Da. Und ja, das ist jetzt mein kompletter Bereich. Ich muss noch weiter weggehen. So. Ja. Aber ob das so bleibt, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Aber erstmal habe ich Platz und kann erstmal was machen. So. Ich habe jetzt meinen ersten Fingernagel gemacht. Komplett aufgebaut, geformt, gemacht, getan. Und ich bin ganz stolz mit meiner Übungshand hier. Und da ich ja Miranda kenne, die will ihn ja auch von der Seite sehen. So sieht er von der Seite aus. Also ganz ehrlich, ich würde ihn so tragen.